Spurensuche in einer geheimnisvollen Zeit. Excalibur, hat es das Schwert mit den magischen Kräften wirklich gegeben? Wo lag Camelot, das sagenumwobene Schloss? Wer war König Artus, der die Ritter der Tafelrunde um sich sammelte? In welchem Land soll die Burg gestanden haben, von der die Legende berichtet? Die Burg, in der die höchste Reliquie der Christenheit gehütet wird. Der Heilige Gral. Im Südwesten Deutschlands finden Archäologen am Rand einer Bergkette das Grab eines keltischen Fürsten. Vor 2,5 Jahrtausenden wurde der Mann beerdigt. Die Grabbeigabe? Ein wertvolles Gefäß aus Bronze. Ein Kultgegenstand? Die erste Fährte auf unserer Suche nach dem Heiligen Gral führt uns in die Welt der Kelten. Wer war dieses geheimnisvolle Volk? Sie kommen aus dem Osten, wandern durch das Donaubecken entlang der Alpen in die Gebiete Mitteleuropas. Sie bringen ihre Kultur mit, fremde Rituale und Gebräuche. Die Kelten führen das Pferd in Europa ein, das in Asien zum Haustier gezähmt wurde. Und sie bringen das Eisen mit. Eisen ist härter als Bronze. Keltisches Totenritual. Ein Fürst wird mit seinem Besitz zu Grabe getragen. Im Totenreich, in dem die unsichtbaren Seelen der Verstorbenen weiterleben, soll es ihm an nichts fehlen. Priester versenken den Schmuck in einem heiligen See. Die wichtigste Grabbeigabe, sein Schwert. In heiligen Seen fanden Archäologen hunderte von Gegenständen, die die Kelten dem Wasser übergeben hatten. Griechen und Römer fürchten die Wunderwaffe, messerscharfe Klingen aus Eisen. Im Gegensatz dazu ist das römische Kurzschwert nur für den Nahkampf tauglich. Das Langschwert aber ist eine wirkungsvolle Hiebwaffe, die den Gegner auf Distanz hält. Eine Grabbeigabe wird im Labor des römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz untersucht. Bei der Bestattung des Toten wurde die Klinge unbrauchbar gemacht. Sie wurde absichtlich verbogen. Aus dem keltischen Langschwert entstand der Mythos von Excalibur, der unbesiegbaren Waffe mit magischen Kräften. Magische Kräfte gehen auch von den Gefäßen aus. Das Füllhorn hat in einer Welt, die stets von Hunger bedroht ist, besondere Bedeutung. Ein mythischer Gegenstand, der ewig Nahrung spendet. Ein niemals versiegender Quell des Lebens. Fabeltiere und Götter bewachen das rituelle Behältnis, das Schale oder Kessel, Krug oder Kelch sein kann. Der legendäre König Artus begibt sich nach keltischer Überlieferung auf eine geheimnisvolle Reise mit dem Ziel, einen magischen Kessel zu finden. Er beginnt die gefährliche und abenteuerliche Fahrt auf einem See, der zur Unterwelt führt. Ein Wächter will ihm den Zutritt in das im Innern der Erde liegende Totenreich verwehren. Mit List und Kampfesmut bahnt sich Artus den Weg. Vorbei an Geistern und Dämonen. Am Ende siegt er über die Mächte der Unterwelt. Er entreißt ihnen das magische Gefäß. Wer es besitzt, ist Herr über Leben und Tod. Zum Ursprung des Grals gehört die Vorstellung vom Zauberkessel, diesem Gefäß des ewigen Lebens, dem nie versiegenden Füllhorn. Wie es auch das Lichtschwert der keltischen Götter gibt, das dem Helden überreicht wird. Die Geschichten und ihre Figuren sowie bestimmte typische Gegenstände stammen aus der keltischen Welt. In jener Zeit bestimmt die Göttlichkeit der Natur das Denken.
Pflanzen, Tiere und Steine sprechen zu den Menschen. Damals hat alles, was uns umgibt, eine Seele. Feen, Elfen und Zauberer, bis heute in unseren Märchen bewahrt, bevölkern die Natur und greifen in die Geschicke der Menschen ein. Priester treten mit dem Jenseits in Verbindung. Sammel- und Kultort der Kelten, ein magischer Hain. Die Priester, die Druiden, sind Erzähler, Dichter und Philosophen. Und sie haben die Fähigkeit zu heilen. Zauberer segnen und verfluchen. Mit Riten und Beschwörungsformen besänftigen sie die Mächte der Natur. Tief verwurzelt im keltischen Glauben ist die Vorstellung vom Weiterleben der Krieger nach dem Tod. Die Kelten haben tiefe, schreckliche Stimmen. Ihr Aussehen ist furchterregend. Sie lassen sich nicht einfach zivilisieren, schreibt ein römischer Historiker. Die Frauen sind so mutig wie die Männer. Wild und ungeordnet ziehen sie in die Schlacht. Im Kampf sind sie unerbittlich. Woher kommt der schreckliche Brauch, dem wehrlosen Feind den Kopf abzuschlagen? Erst wenn ein Krieger enthauptet ist, kann er nicht wieder auferstehen. Die Kelten wollen sicher sein, dass ihre Feinde nicht ins Leben zurückkehren können. Hat dieses grausame Ritual etwas mit der Gralsgeschichte zu tun? Einen Hinweis liefert dieses keltische Relief auf einem Gefäß aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Der große Fürst links taucht einen äußerlich unversehrten Krieger kopfüber in ein Gefäß. Aus dem Totenreich werden die Krieger wie durch ein Taufritual ins Leben zurückgebracht. Die Kelten glauben, wie später die Christen, an die Auferstehung. Das Grab des Fürsten von Hochdorf in der Nähe von Stuttgart, eine archäologische Sensation. In der Tiefe findet sich ein Kessel aus Bronze, ein riesiges Trinkgefäß, groß genug, um Menschen hineinzutauchen. In allen menschlichen Kulturen spielt das Trinken eine besondere Rolle. In vielen rituellen Akten ist das Trinken als magische Handlung da. Wir wissen das besonders von den Kelten, die magische Gefäße hatten, Gefäße, die Heil oder besondere Kräfte vermittelten. Diese Tradition setzt sich fort in der Vorstellung vom Heiligen Gral, dem Gefäß, das den Menschen ernährt und ihm das Heil bringt. Hier schließt sich der Kreis. Nach dem Untergang der Kelten lebt der Glaube an wunderwirkende Gefäße in der Legende vom Heiligen Gral weiter. Jesus benutzt beim Abendmahl einen Kelch. Er ist mit Wein gefüllt. Jesus sagt, dies ist mein Blut. Kelch und Wein werden zum Symbol des ewigen Lebens. Die Ereignisse der letzten Tage im Leben Jesu sind bekannt. Die Geschichte hundertfach erzählt, aufgeschrieben, dargestellt. Jesus auf dem Kreuzweg. In der Gralsgeschichte fällt dem römischen Hauptmann Longinus eine besondere Rolle zu. Er stößt dem gekreuzigten Jesus die Lanze in die Seite. In dem Kelch, aus dem Jesus beim Abendmahl getrunken hatte, fängt Josef von Arimathea das Blut des Gekreuzigten auf. Der Abendmahlskelch wird zum Heiligen Gral. Die Evangelien berichten, dass Josef von Arimathea, ein vornehmer Kaufmann und Verwandter Jesu, den Leichnam in seine Familiengruft legte. Er hat den Kelch an sich genommen. Als Anhänger von Jesus wird er verfolgt und verhaftet. 40 Jahre verbringt er im Gefängnis. Freigelassen kehrt der Greis seiner Heimat den Rücken. Über das Mittelmeer geht die Fahrt entlang einer alten Handelsroute. Sie führt über Rom nach Südfrankreich.
Ist der Gral auf diesen abenteuerlichen Wegen nach Europa gelangt? In der alten Universitätsstadt Saragossa fragen wir einen Experten. Archäologisch gesehen ist es absolut denkbar, dass ein Vornehmer wie Josef von Arimathea dieses Gefäß, das von dem Tisch eines Reichen stammt und das zu festlichem Anlass wie dem Passachfest benutzt wurde, an sich genommen hat. Die Aussagen, wo der Gral nach der Ankunft in Europa aufbewahrt wird, widersprechen sich. Einer der vielen Überlieferungen zufolge nimmt ihn Josef von Arimathea mit sich auf seine Reise, die ihn von Frankreich auf die britischen Inseln führt. Im Süden Englands geht er an Land, um bei der heutigen Stadt Glastonbury die erste Kirche auf englischem Boden zu gründen. Hierhin, wo noch heute die Ruinen einer alten Benediktinerabtei stehen, soll er den Gral gebracht haben. Es gibt verschiedene Überlieferungen von dieser Gralsgeschichte. Er wurde nach England gebracht, hier in die Gegend von Glastonbury. Nicht lange nach der Kreuzigung soll er hier aufgetaucht sein. Und dann ging er verloren, und Arthurs Ritter gingen auf die Suche nach ihm. Die Gralssuche ist eng verknüpft mit jenem legendären König Artus. Aber nicht in der Legende. In der Geschichte suchen wir nach Spuren seines Lebens. Sie sind spärlich. England ist nach Abzug der römischen Kolonialmacht zerstritten. Das Land am Ende des 5. Jahrhunderts nach Christus ist ein Land in Aufruhr. Artus siegt in 12 Schlachten, wie die Chroniken berichten. Es gelingt ihm, Anarchie und Chaos zu beenden. Als Friedensbringer, der noch heute dafür bewundert wird, geht er in die Geschichte ein. König Artus verkörpert Britanniens goldenes Zeitalter. Sein Herrschaftsgebiet, die Bretagne in Frankreich und Brittany in England. Beiderseits des Kanals erstreckt sich das Reich. Auf einer Landzunge erhebt sich, hoch über den Klippen von Cornwall, die Burg Tintagel. Die Ruinen stammen aus späterer Zeit, aber die Fundamente dieser Mauern reichen bis in die Epoche von Artus zurück. Verlässliche Datierungen gibt es nicht. Um das Jahr 470 nach Christus soll der keltische König hier geboren worden sein. Unterhalb der Burg liegt eine Grotte, Merlin's Cave genannt. Sie erinnert an den sagenumwobenen Zauberer Merlin, den Lehrer des jungen Artus. Obwohl die Kelten zu dieser Zeit das Christentum anerkannt haben, bestimmen weiterhin heidnische Traditionen ihr Denken. Druidische Priester erkennen die Zeichen der Zeit und nehmen den christlichen Glauben an. Es ist der Übergang von der alten zur neuen Religion. Im Mythos vom Heiligen Gral verschmelzen heidnisch-keltische mit christlichen Elementen. Artus lebt zwischen Tradition und Neubeginn. Keltisch ist die Sage vom magischen Schwert Excalibur. Sie besagt, dass diese Waffe jeden Feind besiegt. Einer Prophezeiung zufolge macht Excalibur den, der es aus einem Stein ziehen kann, zum Herrscher Britanniens. Diese Weissagung sollte sich an Artus bewahrheiten und ihn von Sieg zu Sieg führen. Am Ende seines Lebens wird einer seiner Getreuen das Zauberschwert Excalibur einem heiligen See übergeben, ganz in keltischer Tradition. Camelot, das sagenumwobene Schloss von König Artus. Ausgangspunkt der Gralssuche. Bis heute streiten Historiker, ob es dieses Schloss wirklich gegeben hat. Wir müssen vorsichtig sein, was Camelot betrifft.
Die Menschen denken oft, das war die Hauptstadt Englands zu Arthurs Zeiten. Aber das stimmt nicht. In allen Geschichten über Arthurs ist Camelot sein Hauptquartier. Aber niemand war dort vor ihm, niemand nach ihm. Ein Camelot, wie wir es aus Filmen kennen, hat es nicht gegeben. Es gab in dem dunklen Zeitalter im 5. Jahrhundert keine großen, herrlichen, mittelalterlichen Schlösser. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Hauptquartier gegeben hat. Und aus gutem Grund ist anzunehmen, dass dies Cadbury ist. Cadbury Castle. Cadbury Castle im südlichen England. Eine hohe, von Erdwällen umgebene Anlage. Von Menschenhand errichtet. Der künstliche Hügel war, so haben Archäologen nachgewiesen, im 5. Jahrhundert besiedelt. Das ist die Epoche, in der Arthus herrschte. Stand auf dieser Anhöhe Schloss Camelot? Von früheren Bauten ist nichts erhalten. Archäologische Beweise, die auf den keltischen König schließen lassen, wurden nicht gefunden. Wir lassen das Stammland Britannien hinter uns und setzen unsere Suche in Wales fort. Stand Camelot auf diesem Bergrücken? Dinas Bran heißt der Ort im dünn besiedelten nordwestlichen Bergland. Die Ruinen einer Burganlage aus einer Zeit lange nach Arthus überragen die Landschaft. Ein idealer Ort für Camelot, wie einige Historiker meinen. Mit Gewissheit lässt sich nur sagen, dass die späteren Autoren der Arthus-Sage ein Bild von Camelot vor Augen hatten, das nicht der nüchternen Realität im Zeitalter von König Arthus entsprach. Einfache, aus rohen Balken gezimmerte Palisadenburgen, ärmliche Lebensbedingungen, primitives Handwerkszeug, das ist die Welt dieser Epoche. Schloss Camelot, nichts als eine grobe Holzkonstruktion? Nach alter Überlieferung hat eine Fee den kranken Arthus am Ende seines Lebens auf eine Barke geladen. Gemeinsam machen sie sich auf die Reise zur mythischen Insel Avalon. Avalon, das sagenumwobene Eiland. Ist Avalon, wie das magische Schwert Excalibur und das unauffindbare Schloss Camelot, Erfindung oder Wirklichkeit? In den Nebeln vor der Südküste des englischen Cornwall suchen wir Avalon. Wir suchen sie auch vor den Küsten der Bretagne. Bilder, die der Vorstellung von Avalon entsprechen. Die Fantasie hat viele Orte zur sagenumwobenen Insel Avalon erklärt. Steckt im Namen die Lösung des Rätsels? The name Avalon, it really means apples, an apple place. Der Name Avalon bedeutet Äpfel, der Ort der Äpfel. Und wir sind hier in einem Land, wo Äpfel wachsen. Aber das Avalon der Mythologie war eine Art jenseitige Welt. Märchenland, mit verzauberten Früchten, wo die Menschen unsterblich waren. Und nach einer der Legenden war Avalon der Ort, zu dem Arthus nach seinem letzten Kampf fuhr. Einige sagen, er lebe dort noch immer, er sei unsterblich. Andere sind der Meinung, da Arthus hier in Glastonbury beerdigt worden sein soll, dass das wirkliche Avalon hier in der hügeligen Umgebung läge. Im 13. Jahrhundert sollen die Mönche von Glastonbury auf diesem Grab ein Hinweisschild gefunden haben mit der Aufschrift »Hier ruht Arthus«. Heute nimmt man an, dass es sich um eine Fälschung handelt, um zahlendes Publikum zu der Grabstätte nach Glastonbury zu locken. Mehr als 500 Jahre nach Arthus, im 11. und 12. Jahrhundert, schreiben höfische Autoren die Geschichte von Arthus und der Suche nach dem Heiligen Gral auf. Die Epoche macht sich ihr eigenes Bild, losgelöst von der historischen Wahrheit.
Teil der Gralsgeschichte ist die legendäre Tafelrunde, die Versammlung der ehrenhaftesten Ritter. Sie weihen ihr Leben der Suche nach dem Heiligen Gral. Nur wer dem neuen Ideal von Ritterlichkeit und Tugend entspricht, darf an der Gralssuche teilnehmen. Am Artushof bereiten sich die Ritter auf die zukünftigen Abenteuer und Kämpfe vor. Die Epoche des Königs Artus ist ein goldenes Zeitalter. Es ist eine Epoche, in der die Menschen gerecht sind, wo man teilt, wo Tugend belohnt wird. Eine Welt, in der man mit dem Übernatürlichen in Verbindung steht. Eine Welt, in der man sein Leben verlängern, verbessern kann. Doch auch in diese heile Welt brechen Untreue und Neid, Hass und Eifersucht ein. Erzählt wird die Geschichte von Guinevere, in die sich der Ritter Lancelot unsterblich verliebt. Sie ist die Königin, die Frau von König Artus. Eine Liebe unter schlechten Vorzeichen. Die Romanze der beiden wird zum Sündenfall. Der Ehebruch durchkreuzt die Suche der Gralsritter. Mit dem Betrug Lancelots geht ein Riss durch die Welt von Camelot. Leidenschaften und die unerlaubte Liebe verdunkeln das Sendungsbewusstsein der Rittergemeinschaft, die nach Tugend und Reinheit strebt. Die Abkehr von der Moral weist auf den drohenden Verfall der Ritterwelt hin. Am Hof von Camelot ist Untreue ein Verbrechen. Artus verurteilt seine Frau Guinevere zum Tod. Lancelot wird geächtet und aus der Gemeinschaft der Ritter verstoßen. Der Legende nach bereut er und geht am Ende seines Lebens in dieses im nördlichen England gelegene Kloster, Lancelot's Priory genannt. Artus folgt seiner Bestimmung. Nach dem Vorbild von Jesus und seinen Jüngern bilden die Ritter der Tafelrunde eine mystische Gemeinschaft. Als erster unter den Ersten erteilt Artus seinen Getreuen den Auftrag, den Heiligen Gral zu suchen. Woher kommt deren Begeisterung für die Aufgabe? Die Ritter jener Epoche mussten eine schwere Niederlage hinnehmen. Das Heilige Land fiel endgültig an die Heiden. Gedemütigt kehrten die Kreuzritter nach Europa zurück. Hoffnungen wurden zunichte gemacht, Träume zerbrochen, der Glaube erschüttert. Um dem Leben einen neuen Sinn zu geben, tritt an die Stelle der Befreiung des Heiligen Landes die Suche nach dem Heiligen Gral. Doch wo befindet sich dieser magische Kelch? Ein unlösbares Rätsel. Weder in England noch in Frankreich, den Ursprungsländern der Artus-Legende, finden wir konkrete Hinweise. Noch einmal gehen wir in der Geschichte zurück. Was geschah damals, als der Gral von Jerusalem nach Europa gelangte? In Rom stoßen wir auf eine Überlieferung, wonach er fast 3 Jahrhunderte in Italien blieb. Ein Mönch, der heilige San Lorenzo, war der Hüter der Reliquie, der sie in den Wirren seiner Zeit vor Raub und Zerstörung bewahrte. Wir folgen dem Lebensweg des heiligen Lorenzo. Gegen Ende des 3. Jahrhunderts soll er den Gral von Italien in seine Heimat gebracht haben, nach Spanien, in die östlichen Pyrenäen, in jene Berge, wo seine Eltern lebten. Unter den steilen Abhängen der näheren Umgebung finden sich Höhlen. Hier soll die Reliquie versteckt worden sein. Die ersten Christen nahmen den Kelch mit nach Rom.
Als dort die Christenverfolgungen begannen, wurde er ins spanische Huesca in den spanischen Pyrenäen geschafft. Und als dort wiederum die Sarazenen anstürmten und den Kelch bedrohten, wurde er zurückgenommen hier ins Gebirge, und zwar in die Höhlen von Yebra. Hier lässt sich der zeitliche Ablauf der wechselvollen Gralsgeschichte genauer verfolgen. In den schwer zugänglichen Südhängen der Pyrenäen suchen wir nach Hinweisen auf eine Epoche, die fast 1300 Jahre zurückliegt. Eine der Höhlen, die später zu einem Pilgerort wurde, scheint ein ideales Versteck zu sein. Ja, wenn wir von hier den Weg des Grals zurückverfolgen und nochmal überdenken, von Nahost nach Rom, von Rom nach Huesca in den Pyrenäen, von dort vor dem Ansturm der Sarazenen hier ins Verborgene, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass er in dieser Gegend Zuflucht gefunden hat. Die Höhle weist Zeichen einer frühen Pilgerstätte auf. Auf beiden Seiten der Pyrenäen wächst im hohen Mittelalter eine neue Frömmigkeit heran, die die Menschen zu Pilgern macht. Über hohe Bergpässe hinweg wird ein Pfad angelegt, der bis heute noch beschritten wird, der Jakobsweg. Es ist die Pilgerstraße, die fromme Gläubige auf der Suche nach Heil und Erlösung aus ganz Europa entlangziehen. Jeder Ort, jede Kirche lockt die Wanderer mit Reliquien an. War der Gral einer der heiligen Gegenstände, die hier verehrt wurden? Das Kreuzrittertum befindet sich damals im Niedergang. Der Überlieferung nach bringen die Kämpfer aus dem Heiligen Land eine geheimnisvolle Ampulle mit. Tropfen vom Blut Jesu. Blut, das im Gral aufgefangen worden war? Montségur, die Burg am Fuße der Pyrenäen. Hierhin haben sich die Anhänger einer christlichen Sekte zurückgezogen, die Katharer, die Reinen. Sie verabscheuen Roms Papsttum als weltlichen Aberglauben. Die Burg ist ihr letzter Zufluchtsort. Über ein Jahr wird die Festung belagert, abgeschnitten von der Außenwelt. Die Katharer hüten einen geheimnisvollen Schatz, den sie in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Dann ergeben sie sich der Übermacht. Rom kennt kein Erbarmen. Im Frühjahr 1244 werden 200 Katharer bei lebendigem Leibe verbrannt. Bis heute wird darüber spekuliert, ob jener geheimnisvolle Schatz der Katharer der Heilige Gral war. Wie sie ihn aus der umzingelten Burg herausbringen konnten, ist ein Rätsel. Eine kleine Kirche am Jakobsweg in Spanien. In dieser Nische soll der Gral über mehrere Jahrzehnte als Reliquie verehrt worden sein. In vielen Teilen Europas ergreift im 12. Jahrhundert die Menschen der Wunsch, den Gral zu finden. Gralsromane werden geschrieben. Einer der Autoren ist der fränkische Dichter Wolfram von Eschenbach. Für ihn ist der Gral ein Ding, ein Stein. Ein Stein mit magischen Kräften. Gleich dem mythischen Füllhorn spendet der Stein Speisen und ewige Jugend. Wolfram hat Kenntnisse, die wir überprüfen wollen. Kiot, das ist die Kurzform für Guillem, ist der Mann, von dem er sein Wissen hat. Reichte Wolfram von Eschenbachs Wissen von seiner Heimat in Franken bis ins ferne Spanien zu jenem Kiot? Und wer verbirgt sich hinter dem geheimnisvollen Namen? Die Spur führt nach Toledo in Spanien. Toledo war das Zentrum der Wissenschaften und der Literatur. Die Altstadt. Die Suche nach Hinweisen auf den Verfasser der ursprünglichen Gralsgeschichte ist endlich erfolgreich. Im Kirchenarchiv der Kathedrale wird die Hinterlassenschaft von Jahrhunderten gesammelt. Arabische, hebräische, lateinische Manuskripte und Bücher.
In einer Urkunde aus dem 12. Jahrhundert stoßen wir auf einen Schreiber aus Südfrankreich. Er unterzeichnet mit Guillaume von Narbonne, lateinisch Narbonensis Guillaume. Wenn er der Mann ist, auf den sich Wolfram beruft, dann haben wir den Verfasser der ursprünglichen Gralsgeschichte gefunden, jenen rätselhaften Kiot. Auftraggeberin der Urkunde ist Königin Uraka, die Gemahlin von König Alphons I. Alphons herrscht um die Mitte des 12. Jahrhunderts über Aragon und Navarra, als die Gralsverehrung ihren ersten Höhepunkt erreicht. Wir folgen Kiots Beschreibungen in den Osten Spaniens und suchen nach Übereinstimmungen von der Gralsüberlieferung mit historischen Fakten. Die Kirche San Pedro el Viejo in dem Städtchen Huesca. Ein Ort der Einkehr für den König Alphons I. Wir wissen, auch hier wurde der Gral eine Zeit lang verehrt. Der Name Alfonso, auf Lateinisch auch Anfortius, ist verwandt mit Anfortas. Anfortas wiederum ist der Name des Königs in der Gralslegende. War der König von Aragon und Navarra das historische Vorbild für den Hüter des Grals? Ließ der Herrscher sich und sein Geschlecht in der Gralsdichtung verewigen? Eine weitere Übereinstimmung: so wie der historische König Alphons am Ende seines Lebens auf seiner Burg eine tödliche Wunde pflegen ließ, so wartet auch der Gralskönig Anfortas auf die Erlösung von seinen endlosen Qualen. Erlösung kann ihm nur der zukünftige Hüter des Grals bringen. Parzival. Nach ihm benennt Wolfram seinen Gralsroman. Parzival ist Jahre unterwegs, bis er die geheimnisvolle Burg des Anfortas findet. Parzival, ein weiterer Name, der nach Spanien weist. Sollte ein spanischer Graf Vorbild gewesen sein für den Gralsritter Parzival? Ein gräflicher Vetter des Königs trug den Beinamen Perche de Val, woraus Parzival wurde. Auf der Ahnentafel entdecken wir jenen spanischen Grafen. Personen aus der Überlieferung lassen sich auf reale Vorbilder zurückführen. Jetzt wollen wir die Orte der Gralsgeschichte überprüfen. An dieser verlassenen Kapelle entdecken wir ein Kreuz, das wie eine Waffe gehalten wird, ein Zeichen der Tempelritter. Die Templer, die in Jerusalem das heilige Grab bewachten, wurden zu Hütern des Grals. Wir haben hier etwas sehr Bemerkenswertes und Besonderes gefunden, nämlich die Überreste oder die Nachfolgebauten einer Einsiedelei, die aller Wahrscheinlichkeit nach im Parzival erwähnt wird, und zwar in ihrem Verhältnis zur Gralsburg. Wir haben hier also die Einsiedelei und hier die Gralsburg. Beide liegen zueinander so, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es eben dieser Weg ist, der wiederholt beschrieben wird. Eine Tagesreise von hier soll die Gralsburg liegen. Verborgen und unsichtbar in der Wildnis. Im Umkreis von etwa 20 Kilometern machen wir uns auf die Suche. Im Mittelalter ist die Burg das Sinnbild von Stärke und Macht. Eine unsichtbare Burg wäre ein Widerspruch in sich selbst. In einem abgelegenen Tal unter einem Felsabhang entdecken wir, was wir suchen. Eine Burg im Verborgenen. Wir sind bei der Klosterburg San Juan de la Peña. Dies ist der Ort, an den der todkranke Herrscher Alphons I. gebracht wurde. Jetzt verschaffen wir uns Gewissheit. Im Königsregister der Bibliothek von Barcelona finden wir einen Hinweis auf eine Urkunde,
in der die Klosterburg und eine Schenkung erwähnt werden. Die Schenkung betrifft einen Gegenstand, der halb spanisch, halb lateinisch Calice Lapideum genannt wird, übersetzt steinerner Kelch. Eben dieser steinerne Kelch soll sich in San Juan de la Peña befunden haben, und zwar, wie es heißt, in der Kapelle. Unter dem ältesten Teil des Klosters liegen aus dem Stein geschlagene Gewölbe. Wir stellen uns vor, dass in diesem unteren, ganz im felsenrunden Teil, in der Nische oder auf dem Altartisch, der Gral aufbewahrt wurde. Die Kapelle, die das Dokument aus dem Königsregister nennt, liegt über dem Gewölbe. Sie ist gebaut wie ein Tempel. Dies ist der Raum, den Parzival suchte und der in den Gralsromanen ausdrücklich als ein Tempel beschrieben wird, der sich inmitten einer Burg befindet. Als Parzival nach vielen Mühen und Abenteuern endlich zur Gralsburg gelangt, wird er Zeuge der Gralsprozession. Angeführt wird sie von der Gralsjungfrau. Ihr folgt ein Träger mit der Lanze, die Jesus in die Seite gestoßen wurde und die nicht aufhört zu bluten. Schließlich eine Trägerin mit der Schale, auf der das Haupt von Johannes dem Täufer gelegen haben soll. Parzival versäumt es, die erlösenden Fragen, wem dient der Gral und woran leidest du, Anfortas, zu stellen. Erst bei seinem dritten Besuch auf der Burg wird Parzival durch seine Fragen den König von seinem Leiden erlösen. Der Gralskönig Amfortas residierte hier und die Templer schützten den Gral. Wir müssen also annehmen, dass dies, die Gralsburg San Juan de la Peña, der historische Ausgangspunkt ist für das, was wir als die Gralsgeschichte noch in unserer literarischen Überlieferung haben. Wir folgen einer letzten Spur. Sie führt zur Kathedrale von Valencia. Diese Seitenkapelle in der Kathedrale trägt den Namen Capilla del Santo Calice, Kapelle des Heiligen Grals. Seit fast 600 Jahren wird hier der Heilige Gral verehrt, obwohl ihn die katholische Kirche offiziell nie in die Reliquienverehrung aufgenommen hat. Über dem Altar befindet sich ein mit Panzerglas gesicherter Schrein. Darin das Gefäß, das in der alten Urkunde erwähnt wird. Calice Lapideum, der steinerne Kelch, der Heilige Gral. Im alten Palast von Saragossa hat der Wissenschaftler Antonio Beltrán den Kelch archäologisch untersucht. Ohne Zweifel wurde der Gral, so wie wir ihn heute kennen, in San Juan de la Peña zusammengesetzt. Wohl von Goldschmieden byzantinischer Herkunft. Der obere Teil des Kelches kommt aus dem vorderen Orient. Wahrscheinlich wurde er in Antiochia oder Alexandria hergestellt. Der archäologische Befund ist absolut sicher. Es ist eine Arbeit, die zwischen der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christus und der ersten Hälfte des Jahrhunderts danach entstanden ist. Auf dem unteren Teil, auf dem steinernen Fuß des Kelches, befindet sich eine arabische Inschrift. Und das sicher schon aus einer Zeit, bevor das Gefäß nach San Juan de la Peña kam. Man benutzte diesen Stein als Sockel. In der Gralsdichtung heißt es, dass zu Zeiten auf dem Gral eine sonderbare Inschrift erscheint. Professor Beltrán hat die kaum lesbaren arabischen Zeichen entdeckt. Eine geheimnisvolle Inschrift, deren Bedeutung bis heute nicht enträtselt ist. Die arabischen Worte Al-Lapsit Silis. Wolfram nennt im Parzival-Roman den Gral Lapsit ex Silis. Kann diese Übereinstimmung Zufall sein? Der Stein, den er als Gral bezeichnet, ist der Sockelstein des Gralsgefäßes von Valencia. Die
Die Überlieferung vom Heiligen Gral ist mehr als eine abenteuerliche Legende. Auch das Rätsel der Gralsburg scheint gelöst. Wir sind ans Ende unserer Reise in die Vergangenheit gelangt. Die Suche nach dem Heiligen Gral, jenes Lebensziel der Ritter der Tafelrunde, ist eine über ganz Europa verbreitete Geschichte. Ihre mythischen Wurzeln reichen in vorchristliche Epochen zurück. Schließlich fand die Gralssuche neue Gestalt in Erzählungen und Romanen, sodass sich die Grenzen zwischen Erfindung und Realität, Fantastik und Geschichtsschreibung auflösten. Die Suche nach dem Heiligen Gral, einer der großen Mythen Europas, Sinnbild für die Sehnsucht des Menschen nach Erlösung, Glückseligkeit und ewigem Leben.